Italienische Momente am Fiat-Stand. Präsentiert von einem Aufgebot bildhübscher Messehostessen. Sie nahmen für den italienischen Pkw- und Transporthersteller die Trophäe Van of the Year entgegen. Zusammen mit seinen Produktpartnern Peugeot und Citroën haben die Italiener die begehrte Auszeichnung für ihren neuen Kleintransporter Fiorino erhalten. Der knuffig gestylte Stadtlieferwagen in ultrakompaktem Format erobert nicht nur die Herzen der anwesenden Messeschönheiten, sondern überzeugt die 21-köpfige Fachjury mit ausgeprägten Qualitäten für den stressigen Einsatz im Großstadtdschungel. Auch Fiat-Hostess Maria ist von dem kleinen Italiener hingerissen. Ja, das ist der Fiorino von dem Fiat Professional und man fühlt sich natürlich ein bisschen von der Schönheit geblendet, aber ich finde, dass es auch ein sehr, sehr schönes Accessoire ist, so wie für die Frau als auch für den Mann von heute. Es ist praktisch, es ist komfortabel, es ist ökonomisch und es hat eine wunderschöne Farbe, die wunderschön zu meinem Kleid passt. Bei der Lkw-Tochter des Fiat-Konzerns Iveco geht es nicht nur um das äußere Erscheinungsbild, sondern um knallharte wirtschaftliche Fakten. Die erdgasbetriebenen Transporter der Daily-Baureihe erleben durch die Kraftstoffkostenexplosion einen ungeahnten Absatzboom. Iveco ist der einzige Anbieter dieser Technik, der auf einen drehmomentstarken Dieselmotor als Basistriebwerk für den Gasantrieb setzt. Ja, der Erfolg ist sicherlich darauf begründet, dass wir einfach vom Motor her, von den Reichweiten her, vom Anschaffungspreis und auch von der Positionierung der Tankflaschen für das Erdgas eine Lösung gefunden haben, die für den Anwender eigentlich keine Umstellung bedeutet zwischen Diesel und Erdgas. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir haben auch den ersten wirklichen Zero-Emission-Transporter hier auf der Messe stehen, der nicht nur eine Studie ist, sondern der auch wirklich verfügbar ist, den Sie heute bestellen können. Der voll elektronische Antrieb könnte eine Antwort auf die jüngsten Vorstöße der EU sein, die Transporter mit restriktiven CO2-Grenzwerten zu bestrafen. Mercedes-Transporterchef Wilfried Port im Gespräch mit DVZ-Redakteur Sven Benühr. Wir haben in den letzten Tagen ja mitbekommen, dass sich in Brüssel ziemlich düstere Wolken zusammenbrauen für die Transporterwelt. Was passiert denn zurzeit? Ja, die Politiker in Brüssel haben sich nun auch des leichten Transporters angenommen und versuchen dort die CO2-Regelung, die für den Pkw ja derzeit sehr heiß diskutiert wird, fast eins zu eins auf den leichtes Nutzfahrzeug zu übertragen. Das gibt natürlich enorme Probleme für Sie. Dieser Ansatz steht ja auch bei allen Transporterherstellern scharf in der Kritik. Können Sie uns ganz kurz skizzieren, wo hier der Kardinalfehler eigentlich liegt? Gut, der Kardinalfehler liegt natürlich darin, dass man die Transportaufgabe des Nutzfahrzeugs komplett vernachlässigt und hier aus der persönlichen Mobilität heraus eine Übertrag machen möchte. Und das kann natürlich nicht sein, sondern unsere Fahrzeuge sind ja alle im Dienste der Kunden im Transport unterwegs und dafür muss man andere Regelungen finden.